Blitz und Glitz Paket gibt es nächste Woche nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Sunil P. Und als allererstes möchte ich eine kleine Diskussion starten. Und zwar geht es darum, über die Wahrscheinlichkeiten. Da möchte ich euch ein paar kleine Zahlen vor einfach mal raushauen, damit ihr euch nicht mehr so schlecht fühlt. Denn ich glaube, die meisten sind gut dabei, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht. So, wie fange ich da am besten an? Als allererstes will ich euch mal verraten, dass ich mittlerweile herausgefunden habe, oder das ist eigentlich schon, es war schon ein Gerücht die ganze Zeit und es wurde mittlerweile auch bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit für Rares aus Kisten bei 2% liegt. Ich habe ja letztes Mal 2,5% hochgeschätzt, da war ich relativ nett. Ich dachte, ja, 2,5 ist gut, also kann man, damit kann man leben, aber es stimmt nicht, sondern es sind nur 2% bei allem. Inklusive Heart of Darkness, die Mounts, die aus den Kisten kommen und so weiter. Das heißt, wenn ich aus 80 Kisten nur einen Mount bekomme, dann ist das gar nicht so schlimm. Denn jetzt möchte ich euch mal erklären, wie man Wahrscheinlichkeiten überhaupt jetzt irgendwie angeben kann. Sagen wir mal, ich würde 95%, also wenn ich jetzt sage, ab wann man auf jeden Fall einen Teil bekommt, dann heißt das immer zu 95%. Das heißt, wenn ich bei 100 Leuten teste, 95 würden, bei denen trifft das zu, bei 5 nicht. Also man kann natürlich noch höher gehen, das kommt vielleicht, kann ich euch gleich auch nochmal kurz vorrechnen. Aber man macht oft, das nennt man Konfidenzintervall und bedeutet einfach nur, sagen wir mal jetzt bei 95%, wie viele Kisten muss man öffnen, damit man mindestens einen einzigen Drop bekommt. Und zwar, haltet euch fest, das sind 150 Kisten. Ihr müsst 150 Kisten öffnen, dass ihr zu 95% ein Mount oder ein Heart of Darkness, also mindestens eins davon, rausbekommt. Jetzt ist das Problem, 150 Kisten sind viel. Wer hat schon 150 Kisten aufgemacht und hat nur ein Teil rausgekommen? Habe ich, kann ich ehrlich sagen, denn mit Heart of Darkness habe ich 175 Kisten aufgemacht und nur ein einziges Teil rausbekommen. Das ist traurig. So, ab wann ist denn 95% für zwei Kisten? Jetzt denkt man sich vielleicht, bei zwei ist ja bei 300, ist das Doppelte. Das stimmt nicht, sondern bei 240 Kisten. Dieser Abstand, der sinkt einfach. Der geht ganz langsam gegen 50. Das ist nämlich das Problem bei den großen Zahlen. Oder das nennt man so, Gesetz der großen Zahlen oder wie auch immer man das genau nennt. Das Problem ist nämlich, dass Wahrscheinlichkeiten für jeden einfach scheiße sind. Denn wenn ich dich jetzt, genau du, Zuschauer, berücksichtige und will einfach nur wissen, was für eine Wahrscheinlichkeit hatte das denn bei dir? Oder besser gesagt, wie viele Kisten musstest du öffnen, um einen Teil rauszukriegen? Und du sagst mir dann, ich habe jetzt 78 aufgemacht. Dann liegst du jetzt mit diesem Wurf, sage ich mal, mit diesen Anzahl, liegst du weit über den Durchschnitt von 50 Kisten pro Teil. Dann machst du das weiter und kriegst vielleicht nach nochmal die gleiche Anzahl wieder eins. Dann liest du ja schon wieder weiter drüber. Spätestens aber, wenn du dann irgendwann mal 400 Stück gemacht hast, also 400 Drops bekommen hast, wirst du ganz genau 50 rauskriegen. Jetzt nicht 100% 50, du kriegst dann raus 49, blablabla oder 51, also das Schlimme ist halt bei Wahrscheinlichkeiten, dass die Einzelwahrscheinlichkeiten immer so schrecklich sind. Wenn du jetzt drauf drückst, weißt du ganz genau, du kriegst es nicht. Das ist einfach so das Gefühl, was man hat. Aber die Wahrscheinlichkeit bleibt ja gleich. Nehme ich jetzt aber alle unsere Clubmitglieder und zähle alle Kisten zusammen, dann liegen wir im Durchschnitt bei 50. Und umso mehr Kisten ihr öffnet, umso näher nähert ihr euch diesen Durchschnitt an. Das heißt also, was ich damit sagen möchte, falls ihr mal Heart of Darkness farmen geht und ihr seid traurig, weil ihr nach 60 Kisten noch keinen habt, dann ist das leider nicht nur im Bereich des Möglichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen einzigen bekommt, oder sagen wir mal, dass man einen bekommt, so 95%, liegt bei 150 Kisten. Also müsstet ihr 150 Kisten öffnen, dass ihr zu 95% einen Heart of Darkness rausbekommt. Was wäre denn bei 99%? Sagen wir mal, also nicht nur bei 99%, sondern bei einer Genauigkeit von 99,99999999%. Das heißt, wir sind fast eins. Also ganz eins geht nicht,
denn das sind unendlich. Denn es gibt ja immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommt. Das ist halt wichtig zu erwähnen. Das ist zum Beispiel auch wichtig zu erwähnen, wenn ihr Crystallite Clouds farmt, dann und da jemand 150 oder mehr 1000 Crystallite Cloud hat, der hatte einfach, der ist einer von denen, der so richtig Pech hat. Denn es gibt ja genug, die nach 2000, nach 4000 und so weiter. Ich habe glaube ich schon zwei insgesamt mit 6000 gefarmt und dann gibt es welche, die haben 20.000 und haben gar keine. Das ist leider alles normal bei den Wahrscheinlichkeiten. Jetzt sagen wir mal bei fast 1. Wie viele Kisten muss man öffnen? 950 Stück. Das muss man sacken lassen. 950 Kisten, damit ihr auf jeden Fall einen bekommt. Mit auf jeden Fall meine ich natürlich nur zu 99,99999999%. Also 950 Kisten. Spätestens nach 950 Kisten habt ihr auf jeden Fall einen Mount. Wer will so viele machen? Keiner. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, haltet dran und meckert nicht so viel über das System. Ich meckere auch immer drum. Macht es vielleicht doch. Das hilft schon ein bisschen, ne, wenn man sich drüber aufregt. Aber man kann gegen Wahrscheinlichkeit nichts machen. Der nächste geht an eine Chaos-Kiste dran, kriegt 50 Chaos-Kisten und holt sich 10 Wares raus. Obwohl eigentlich jede 50 Kisten nur ein Ware verspricht. Naja. So, jetzt wollen wir aber noch über den Livestream reden. Genug über Wahrscheinlichkeiten diskutiert. Ihr könnt ja mal schreiben, ob RNGesus, also der Gott, nein nicht der Gott, sondern der Überbringer der Wahrscheinlichkeit, ob er gesonnen war für euch in den letzten Tagen. Zum Beispiel Chaos-Kisten, habt ihr was Cooles rausbekommen? Oder aus den Adventure-Kisten, habt ihr die beiden Mounts? Ich habe das zweite immer noch nicht gefarmt. Ich warte wahrscheinlich bis nächste Woche Donnerstag. Oder am Wochenende vielleicht. Irgendwann mal habe ich, vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe meistens immer insgesamt 4-5 Mounts über 2 Wochen. Aber eigentlich farme ich immer die ersten beiden am Donnerstag. Hat dieses Mal nicht geklappt. Okay, was kommt Dienstag raus? Dienstag kommt der Boomeranger raus. Warte. Ah, Moment. Da haben wir doch den Willkommen-Screen. Nächste Woche kommt die neuen Flask raus. Da erzähle ich euch gleich, wie das funktioniert. Und der neue Boomeranger. Und nicht nur das, sondern auch neue Boss-Abilities. Und zwar Boss-Abilities, fangen wir erstmal an. Was gibt es da Neues? Es gibt zum Beispiel ein Ability, dann macht er jede paar Minuten oder jede paar Sekunden, nicht Minuten, sondern in so einem, ne, jede regelmäßig, sage ich mal, einfach regelmäßig, kommen grüne Effekte, die einen treffen. Die schmeißt er in so einer Welle, also insgesamt 8 Stück. Einer geht geradeaus, nach hinten, links, rechts, oben rechts, oben links, unten rechts. Also wisst ihr so, ne? So wie so ein Stern oder, ja doch. Das ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist, dass jemand Spinnen spawnt. Der hat auch so kleine Spider-Icons um sich herumfliegen. Die Spinnen kommen und wenn die einen angreifen, wird man verlangsamt. Kleiner Bug, der ist jetzt schon bekannt und es ist noch nicht mal raus. Traurig, ne? Aber ist schon cool. Ihr könnt aufs Mount steigen und dann die Geschwindigkeit trotzdem unberücksichtigt lassen. Obwohl ihr langsam seid, könnt ihr mit Mount Vollspeed fahren. So, drittens, es gibt welche, die Laser schießen, dann gibt es welche, viertens zum Beispiel mit Magnet, dann kann man, also der heißt glaube ich Magnet One oder so, also der magnetische, der ist so, wenn der in der Nähe ist, kann man keinen Jumps mehr anwenden, dann gibt es einen, der macht Illusionen von sich selber und so weiter. Es gibt noch mehrere, insgesamt glaube ich 8 bis 9 Stück, die waren sich auch nicht sicher, viele haben sie auch nicht gezeigt. Aber wir können gespannt sein, ein paar neue Effekte zu sehen. Mehr leider nicht. Also erstmal nur die paar Effekte. Aber da müssen wir ja erstmal ein bisschen wieder klarkommen mit. Neue Styles oder neue Techniken anwenden. Und vor allem gucken, wie kann man die am besten besiegen. Und dann merkt man auch wieder, welche Klasse ist besonders gut dagegen. Welche ist besonders schlecht. Welche Tricks kann man anwenden. Das können wir alles rausfinden ab nächster Woche Dienstag. Dann der Boomeranger. Soll ich das nochmal erwähnen? Ganz kurz nur einfach. Was ist wichtig? Eigentlich ist ganz einfach, die Klasse selber hat ein Schwert und einen Bogen, ist Physical Damage, die hat als Hauptaugenmerk Cooldown, das heißt keine Energieregeneration, sondern alles auf Cooldown. Der Boomerang kann werfen, kann stunnen, das ist der Rechtsklick übrigens, der kommt auch wieder und wenn man ihn danach auffängt, reduzieren sich wieder alle Cooldowns. Auf 1 hat er eine riesen Bombe, die von der Bombe aus nach oben explodiert, damit kann man also keinen Grund kaputt machen, sondern nur alles oberhalb kaputt machen. Und auf 2 hat er eine mysteriöse Urne, die 4 verschiedene Effekte hat. Mal gucken, ob ich den rauskriege oder ob ich es schaffe. Die hat einmal Clusterbomben, die explodieren einfach in der Region. Da kommen Herzchen raus, damit regeneriert man Leben. Aber nicht nur selber, sondern auch alle in der Umgebung. Es kommen Chicken raus, also Hühner. Die greifen einfach wahllos Gegner an. Und als 4. Was gibt's noch?
Ah, Cooldown-Reduktion. Es gibt auch noch eins, das die Cooldown für alle in der Umgebung reduziert, was auch cool ist. Man kann es relativ häufig anwenden. Also der Charakter ist schon so aufgebaut, dass man alle Fähigkeiten immer auf Cooldown hat. Denn das ist das Einzige, was er hat. Man braucht keine Magie, man muss nicht aufpassen, sondern man wirft einfach. Und durch den Random-Effekt kann man auch nicht darauf hoffen, dass da Herzchen rauskommen. Es ist einfach schön, dass sie dann kommen. Wenn sie nicht kommen, naja, kann man nicht dran. Ist wie Random halt, kann man nicht drauf hoffen. Gut, das ist also der Boomeranger. Nächste Woche. Wichtig ist, das steht nämlich auch hier drin, ne? Letzte Chance, Blitz und Glitz. Dieses Paket, nicht das hier. Warte mal. Muss man immer weggehen, ich hasse das. Falls ihr das noch nicht gefunden habt, nur als Info, man kann hier runterscrollen. Aber das Ding hier, eigentlich ist das ein cooles Paket. Das Doofe ist, ich habe alles davon, das und das. Nur die beiden Sachen nicht, naja. Gut, Blitz und Glitz Paket gibt es nächste Woche nicht mehr. Das heißt, das geht raus. Dafür kommt ein neues Paket raus mit der Klasse, mit der Boomeranger Klasse, mit den Kostümen, den zwei, die die Klasse hat. Außerdem kommen ein paar Flask Teile mit rein. Ich hoffe, es kommen nur Teile rein, die man noch nicht freigeschalten hat. Denn da kommen wir nämlich zu den nächsten, das neue Flask System. Momentan gibt es 5 verschiedene Flask. Die sind sozusagen überflüssig. Also nicht überflüssig, nein, also hier ist ein Effekt drauf, da ist ein Effekt drauf, da, ne, überall ist ein Effekt drauf, so wie hier. Ne, das nicht, das ist glaube ich kein Effekt. Das ist eine der Hauptflask, die man bekommt. Also ich fange mal einfach an. Gehen wir mal unter C, ne, so fangen wir an, ganz einfach, ganz entspannt. Wir gehen unter Flask, dann gibt es hier 2 Kategorien. Erstmal für den ersten Slot gibt es 5 verschiedene Flask. Es gibt dann einen zum Beispiel mit, ich sage einfach die Werte. Die Werte sind noch nicht final, also deswegen ist das egal, was für Werte ich sage. Aber sagen wir mal, die ersten würden 10 Flask haben, so wie jetzt. Also 10 Stück hat man dann, plus, dass da unten drunter steht, 30% Leben. Dann gibt es welche, die machen 50% Leben, dafür hat man dann sogar ein paar mehr. Also das sind die einfachsten sind scheiße, die einfachsten sind am schlechtesten. Dann gibt es welche, die haben einfach mehr Leben, Regeneration, die haben 50% Leben und haben 10 Flask Capacity, also Kapazität meine ich. Und dann gibt es welche, die haben zum Beispiel 18 Flask, das ist also ziemlich viel, gibt es das überhaupt schon? Ne, hier gibt es nur eine mit 12. Aber dann gibt es eine mit 18 Flasks und dafür hat man dann auch 50% Lebensregeneration. Dann gibt es welche, da hat man nur 10 Flasks. Dafür hat man zum Beispiel 100% Regeneration. Man kann sich also wieder aussuchen wie jetzt. Also das ist also einzeln. Und zwar die Anzahl der Flask und die Höhe der Regeneration. Und es gibt eine total coole Flask, muss ich sagen. Die gefällt mir für mein Candy Baba sowas von. Das wird die 5. sein. Die hat auch ungefähr nur 10 und hat aber auch 50%, glaube ich. Also so eine Standard Flask wie hier, die. Die wird automatisch geschluckt, wenn man im roten Bereich kommt. Also wenn das Bildschirm rot wird, automatisch wird die Flask ausgelöst und so muss man dann nicht mehr selber drücken. Ist vielleicht ganz cool, aber ich weiß noch nicht, ob der zu früh nimmt, also ob dann die Flask immer zu früh leer sind. So, dann gibt es als zweites Ding hier Elemente. Und zwar Flask-Elemente. 2 Stück könnt ihr anwählen daraus und ich gebe euch mal Beispiele. Was kann man damit machen? Energieregeneration, Lebensregeneration, also immer temporär, kennt das ja, wenn ihr hier dieses, zum Beispiel diese hier benutzt, wir benutzen ihn einfach mal, dann, das kann man gut sehen, dann ist um einen dieser Effekt rum und solange wie der hält, ist das auch mit allen anderen Effekten. So, das war also die Zeit. So, es gibt also Energieregeneration, es gibt Lebensregeneration, es gibt diesen Jump und Move Geschwindigkeitsboost, das ist dieser, der da drauf ist. Dann gibt es einen, der die Energie wieder komplett macht, einer Double Damage, und zwar einmal für Magic und ein Element für Physical. Endlich kann der Candy Baba Schaden auslösen, ehrlich, das ist geil, dieser Double Damage. Dann gibt es diesen Schild, der hier auch ist. Dann gibt es noch andere coole Sachen, und zwar, es gibt Flask, die nicht nur dich selber heilen, sondern auch die in der Umgebung, deine ganzen Freunde, die in der Umgebung sind. Das ist super für Tanks. Wenn die sehen, oh, ich habe wenig Leben, aber der andere hat ganz wenig Leben, dann heilt man sich selber und heilt den damit. Damit kann man endlich Supporter spielen in dem Spiel. Und man nimmt dann natürlich nicht dieses Paket mit wenig Flash, sondern das mit den vielen Flash, mit 18 Stück. Gut, das gibt es dann. Es gibt dann auch Energieregeneration für Allies. Es gibt eins, das die Gegner wegschubst. Also einfach so eine Welle macht, alle hauen ab. Dann gibt es eins, was die Cooldown sofort reduziert ein bisschen.
Das ist vielleicht auch nicht schlecht für einen Candy Barbar. Man haut einfach, also das Ding benutzt man ja. Und dann irgendwann hat man nicht genug Energie, benutzt dann die Flask. Und dann ist die Cooldown auch wieder da, dann kann man das wieder benutzen. Ist vielleicht nicht schlecht, ob man es braucht. Das sehen wir dann erst Dienstag. Ich guck mal dann, wir sehen ja dann, wie cool das wird. Oder wie gut die Effekte sind. Welche zwei nehme ich, welche nicht. Welcher ist gut für den, welcher ist gut für den anderen. Da kann man wieder richtig viel ausprobieren. Das finde ich gut. Das macht immer Spaß, viel ausprobieren zu können. So, dann gibt es auch noch einen Effekt, der zum Beispiel Leben aussaugt von den Gegnern, die in der Ge Umgebung sind. Dann gibt es eine richtig gute Flask sogar, die erhöht den Schaden, die Angriffsgeschwindigkeit und den Movement Speed. Das ist also so ein Berserker-Modus. Der ist gut für den Candy Barbar. Dann, rum, rum, rum. Dann gibt es noch eins, was Leben und Energieregeneration von Gegnern aussaugt. Genau, und die eine Portion habe ich ja gerade gesagt, was in der Umgebung ist. Ne, gibt es eine Portion mit Energie und Energie, also Leben und Energieregeneration, nicht Regeneration, Energie nur. Nuckelt der raus aus den Gegnern einmalig und dann gibt es halt eine Portion, während man schlägt. Das ist dann dieser Effekt von Samantha oder, ah ne, Samantha und Falling Shadow. Dieser, du haust und kriegst Leben dafür Effekt. Den gibt es also auch. Und ein Effekt, der ist neu, ganz neu. Wenn man den benutzt, wird ein kleines Ally hingeworfen und so ein Shadow Ally. Mal gucken, ob das so aussieht wie eins von denen hier. Ich weiß ja ungefähr, wie es aussieht. Sonnendingen hier oder so eins ungefähr. So sieht das aus, ne? Und das Dingen, wenn das runterfällt. Ne, ist aber eins. Also vom Namen her ist es keins davon, aber es sieht ungefähr aus wie so eins. Es fällt runter und greift mit an. Für so und so viele Sekunden. Außerdem kann ich euch schon mal warnen, Mastery-Rang wird erhöht. Es wurde nicht gesagt, wie hoch. Meiner Schätzung nach könnten die bis 170 gehen und ich würde es erreichen, an dem Tag noch. Das heißt, wenn die nett sind, sage ich mal, dann bleiben die bei 160, 150 vielleicht. Es wird keine Belohnungen für die ganzen Stufen geben, die werden alle auf Coming Soon stehen. Die überlegen noch. Sage ich mal. Die werden noch irgendwas Cooles einbauen, was besser ist als Wings, haben die gesagt. Also besser als Wings, was kann das sein? Irgendetwas, was einen schweben lässt, also fliegen lässt nach oben. Unendlich oft dann sogar, weil sonst würde es ja eigentlich nicht besser sein als die Wings. Die Wings machen schon den. Also du kannst halt weit genug schweben mit den Wings. Jetzt fehlt ja nur eins, womit du unendlich oft hochfliegen kannst. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. So. Dann habe ich das. Adventure Pack haben wir ja auch schon gesagt. Ja, nächste Woche. Also nicht nächste Woche, sondern darauf die Woche kommt das Forge-System. Es wird ein wenig anders sein. Und zwar wird man jede Stufe bis zu 5 Sterne forgen können. Und danach kann man die Rarität erst erhöhen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man jetzt. Also jetzt ist es so, du forgst oder benutzt Augen oder benutzt Tentakeln. Es wird geändert in ein kombiniertes System, und zwar benutzt man immer Augen, man benutzt immer Flux, Tentakel nicht, aber das benutzt man einfach, um immer ein Stück hochzukommen. Und wenn man die 5 Sterne fertig hat, ne, also 5-Sterne-System einfach, bei 5 Sterne bis zum Ende, am Limit der Waffe, und wenn das soweit ist, dann kann man ein Prisma benutzen und die Waffe zum Beispiel von Regenbogen auf Schatten hochpowern. Oder man hat Schatten, bei Schatten gibt es das nicht. Das ist also ganz normal und bleibt auch, ist also weniger random, weil man immer upgradet. Man gradet also wirklich immer einen festen Wert ab. Immer klick, 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 klick und fertig. Klick, 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 klick und fertig. Klick, klick und fertig. Klick und fertig. Ihr wisst schon. Das wird also demnächst nochmal besser erklärt. Und meiner fängt schon an zu pennen. Ne, der findet was da oben. Es glänzt. Ne, jetzt guckt er wieder. Okay. Ne, ich würde sagen, das waren viele Informationen. Wir haben über Random gelabert ein bisschen. Wir haben jetzt über die nächste Woche gelabert. Also nochmal kleine Zusammenfassung. Boomeranger. Dann kommen die neuen Boss-Abilities rein. Außerdem die Flask. Und zwar zwei verschiedene Dinge. Einmal die Flask an sich. Fünf verschiedene. Und ungefähr 20, 15, dazwischen irgendwie 15 bis 20 Effekte, die man, zwei davon kann man auf diese Flask draufpacken, die einen kleinen Effekt haben für eine kurze Dauer. So, wichtig ist noch für die Leute, die sich denken, warum? Ich habe doch jetzt Flask gekauft, was passiert mit denen? Die ganzen Flask haben ja Effekte, die werden alle umgesetzt. Das heißt zum Beispiel, der hat ja viel Leben. Oder einer hat hier viele Flask. Hat nicht einer sehr viele Flask oder 12 war höchste?
Ja, 12 ist das höchste, das heißt, man wird schon mal das Ding kriegen, was 12 Flask hat. Wir bekommen den Effekt mit Movement Speed, wir bekommen den, diese Flask, dieses Flask-Paket, das 100% Leben regeneriert. Wir bekommen diesen Effekt, dass man volle Energieregeneration hat. Wir bekommen das Schild und wir bekommen Double Damage für Magic. Die restlichen muss man sich dann kaufen. Für Qubits im Shop werden alle ungefähr gleich viel kosten, also 6.500. Das ist ziemlich viel, vor allem bei 15 Effekten. Wenn man überlegt, ich kann höchstens 3 bis dahin kaufen, dann war es das. Aber höchstens, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den dritten kriege. Obwohl im Wochenende ist dazwischen 17, ja, doch, doch, das wird eng. Naja, ich würde sagen, das war voll die fette Folge, aber die ist wichtig gewesen, wie angekündigt. Montag ist erstmal eine normale Folge. Dienstag, also Montag kann sein, da kommt, glaube ich, ein Tutorial wieder raus, so wie ich das in Erinnerung habe. Genau. Was ist in Erinnerung? Muss ich erst aufnehmen. Aber Montag kommt ein Tutorial noch raus. Dienstag dann die Patch-Notizen, abends der Livestream, von mir der Livestream, und dann sehen wir erstmal weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao.